Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Schokoladenvideo. Eine limitierte Schokolade und zwar die Mai-Schoko weiße Schokolade Karamell Meersalz. Danke geht raus an Lea Candy Queen, die hat mir die hier zugeschickt und jetzt können wir sie uns zusammen angucken. Ich wollte sie tatsächlich auch schon länger für euch testen, ich habe sie hier bei mir nur leider nirgendwo bekommen. Mai-Schoko macht ganz gute Schokolade. Letztes Jahr gab es ja zum Beispiel auch den Mai-Schoko Adventskalender und ein paar andere Sorten. Da war es was mit Lakritz dabei, was jetzt nicht so ganz meins war, aber ich mag die Dicke der Schokolade und einfach wie es gemacht ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch hier eine schöne Kombination. Karamell-Meersalz findet man natürlich wie Sand am Meer, aber mit weißer Schokolade ist das dann schon ein bisschen was Selteneres. Deswegen schauen wir da jetzt mal direkt drauf und gucken mal, ob uns hier was Schönes, das kriege ich die Überleitung nicht hin. Bevorsteht, erwartet, ja erwartet, sagen wir erwartet. Was uns hier erwartet, hätte es heißen müssen. Design gefällt mir ganz gut, ist ein bisschen minimalistisch, aber irgendwie gefällt es mir auch mit dem Papier, ist das sowieso immer ganz schön. 180 Gramm sind hier drin. Ich weiß jetzt nicht, ob diese limitierte Edition ein bisschen teurer ist. Ich glaube, die Tafeln von denen kosten regulär so 2,50 um den Dreh. Korrigiert mich, falls ich sehr krass daneben liege. Und was haben wir hier? Weiße Schokolade mit 27% Kakao mit Karamell und Meersalz. Hier haben wir die Zutaten, Vollmilchpulver, ne, für so eine weiße Schokolade wichtig, Kakaobutter dann für die Schokolade selbst, 12% Karamellstückchen, Zucker, Glucose, Butter ist sogar drin, Sahne, also schöne Karamellstückchen, so macht man eben auch Karamell mit Butter und Sahne. Dann ist noch Milchzucker drin, Süßmolkenpulvermilch, das ist auch eine Art, das ist eine andere Art von Süße dann auch an der Stelle. Emulgatoren, Sojalecithin und 0,4% Salz. Also haben wir quasi das Salz nicht im Karamell drin, sondern in der Schokolade. Also wir haben quasi keine weiße Schokolade mit Sorted Karamell, mit gesalztem Karamell, sondern eine weiße Karamellschokolade, ja, mit mehr Salz. Ganz interessant, okay. Finde ich aber ganz gut oder finde ich auch recht interessant, dass das so ist. Dass das eben, ja, nicht, hier steht hier zumindest, also vielleicht haben sie nachher auch das Karamell genommen und haben das gesalzen. Wobei, dann würde es eigentlich, also so rein von der Art, wie man es hier liest, ist das Salz in der Schokolade drin und nicht in dem Karamell. Aber steht ja hier auch. Ne? Aber gut, das erwartet man vielleicht nicht beim Namen. Natürlich ist Vanillearoma drin und hier habt ihr die Nährwerte, das Ganze von Mai-Schoko. Oh, hab ich's zu gierig aufgerissen. Hier drin hat man immer ein bisschen was zu... Infos, ne, wo sie, ach, guck mal hier, hab ich direkt zwei Blätter bekommen. Produktionsfehler, Mist, die müsste ich bei eBay verkaufen. Zwei Mai-Schokos, oder ich beschwere mich, ich habe zwei Mai-Schokos gehabt, gekauft, oder, und nur eine Tafel drin. Ja, also hier hat man immer so ein paar Infos darüber, was sie dann für wohltätige Zwecke machen. Und ja, jetzt gucken wir mal hier auf die Schokolade. Oh, schaut mal, wie toll sie aussieht. Wow, richtig schön. Hier haben wir immer solche Schokokrater drin. Sieht die nicht toll aus? Also ich finde sie richtig schön ansehnlich. Ist manchmal ein bisschen schwierig mit dem Brechen und ne, manch einer ist vielleicht da so, oh, ich will immer gleich große Stücke haben, was vielleicht irgendwo auch fürs Mundgefühl angenehm ist, wenn man immer gleich groß hat, weil hier diesen Brocken, den kriegt man, kann man natürlich so ganz im Mund stecken, aber manch einer lässt es vielleicht am Gaumen schmelzen, dann hat man bei so großen Stücken vielleicht schon Probleme. Aber ich finde das richtig, richtig cool. Hier haben wir jetzt mal den Querschnitt, so kleinere Karamellstückchen. Jetzt nicht mini klein, aber jetzt auch keine riesen Brocken. Wir gucken hier nochmal, ob wir hier irgendwie was sehen. Ja, hier haben wir auch ein bisschen größeres Stück tatsächlich. Sieht super gut aus. Gefällt mir. An dieser Stelle übrigens auch nochmal danke für die zahlreichen Geburtstagsglückwünsche beim Benjamin Blümchen Tortenvideo. Hab mich sehr gefreut und krass, so viele Kommentare. Ich habe mir dann so überlegt, boah, gut, dass wir im Internetzeitalter liegen sind.
ihr schreibt halt dann einen Satz, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, herzlichen Glückwunsch und so weiter und so weiter. Und ich habe auf alles auch, weil ich mir die alle durchgelesen, ich lese mir immer alle Kommentare durch, aber ich antworte halt nicht immer auf alles, wenn das jetzt gerade keine Antwort impliziert. Je nachdem, wie es ist, wenn es passt, sage ich ja was zu euren Kommentaren, manchmal halt nicht. Dann gibt es dann halt nur ein Herzchen oder einen Daumen nach oben. Na jedenfalls, jetzt hier habe ich auch mir vorgenommen, überall was zu schreiben und habe das auch gemacht. Es hat ewig gedauert und ich bin auch noch gar nicht fertig. Wir haben mehrere Etappen gemacht. Da habe ich mir das gedacht, was war denn früher eigentlich so, was weiß ich, im Mittelalter? Oder muss gar nicht mal das Mittelalter sein, als es noch kein Internet gab und keine, sondern wirklich nur Briefe. Und man war irgendwie so eine Berühmtheit und hat aus aller Welt Briefe bekommen. Also damit auch eine gewisse Summe zusammenkommt. Oder von Freunden, Verwandten. Und du hast dann so Geburtstag, meinst du den 60. oder sowas. Oder auch einfach so Geburtstag. Und weil du geschätzt bist, kriegst du viele, viele Briefe. Und dann kriegst du irgendwie so, was weiß ich, so, keine Ahnung, 300 Briefe auf dich draufgeschüttet und du musst, weil man das vielleicht in manchen Positionen so machen muss, als Politiker oder so, 300 Mal antworten. Angenommen, es gab auch noch keinen Druck oder sowas, du musstest 300 fucking Briefe schreiben oder sowas. Und dann kannst du ja auch nicht nur reinschreiben, danke Herzchen, sondern sehr geehrter Herr Graf von, oh, ich habe mich sehr gefreut und, oh, und kommen wir auf ein Teechen zusammen, oh ja, und die Börse und, oh, 300 dann solche Briefe und dann am besten noch mit so einer Feder. In so einem Tintenfass und dann unterschreiben. Dann bricht die Feder ab. Oh nee, ich habe mich vermalt. Alles nochmal. Katastrophe. Ich habe mich wirklich sehr gefreut über all eure Nachrichten. So, jetzt aber hier Schokolade. Ich nehme jetzt hier erstmal ein bisschen kleineres Stück. Hier seht ihr es auch nochmal. Damit man einmal so ein bisschen draufbeißen kann und einmal so ein bisschen zergehen kann. Oh ja, oh, holla die Waldfee. Sehr leckere weiße Schokolade. Sehr, sehr süß. Ja, 60% Zucker erklärt einiges. Also, es ist aber nicht so eine unangenehme. Ich mag bei Milka die Süße nicht, die sticht irgendwie so. Ich kann das nicht anders beschreiben. Das hier ist extrem süß. Vielleicht auch fast ein bisschen zu süß, aber ich finde es nicht so unangenehm wie eine süße Milka-Sorte. Aber wirklich sehr süß. Man muss halt sagen, man hat die Schokolade und ist, wie viel war es, 12% Karamell drin. 12% Karamell und Karamell besteht ja fast nur aus Zucker, deswegen hat man dadurch natürlich mehr. Also die Schokolade selbst hat vielleicht nur 50% Zucker, aber durch das Karamell, was drin ist, kommt man dann natürlich nochmal auf mehr. Und sehr lecker aber, schöner weiße Schokoladengeschmack. Ich fand, das war jetzt nicht, wer weiß, wie salzig. Und ich habe eher das Gefühl, dass doch das Karamell salzig ist. Es ist zwar hier so anders zu verstehen, aber so, wenn man das Karamell isst, dann schmeckt es ein bisschen salzig. Ich werde mir jetzt hier nochmal ein Stück raussuchen. Ah, doch, da sind teilweise schon doch große Brocken drin, wie ihr hier seht. Große Karamellbrocken. So, dann mache ich kurz Pause. Lass es zergehen und dann, weil ich möchte jetzt nicht, dass ihr mir hier eine Minute dabei zuguckt, wie ich die Schokolade an meinem Gaumen zergehen lasse und dann so mir einen abschmatze. Ja, ich muss aber zwischendurch auf Achtung meine Augen. Oh, ey. So, eine super leckere Schokolade. Und hat wirklich auch, wenn man es zergehen lässt, dann kommt das Aroma noch viel mehr durch. Es gibt halt die Beißer und die ich sage jetzt nicht das Wort, was man hier eigentlich sagen müsste, sondern die Schokoladen im Mund zergehen lassen. Und es ist richtig, kommt richtig schön das Aroma durch, wenn man die zergehen lässt. Und man hat überall so kleine Karamellstückchen. Am Ende hat man dann die Schokoladenmasse quasi ja, runtergeschluckt und hat noch das Karamell im Mund. Da kann man so drauf beißen und überall knackt es. So mag ich das manchmal auch ganz gern. Wirklich eine sehr, sehr tolle Schokolade. Ist was für Profis, was die Süße angeht, aber für mich wirklich eine super gute Schokolade, wie ich sie lange nicht mehr als weiße Schokolade hatte. Mit dem Karamell passt das für mich auch. Man hat leicht salzige Noten. Ich tue mich aber, wie gesagt, ein bisschen schwierig, das genau zu definieren, wo es herkommt. Ich bin mir aber sicher, dass es vom Karamell eigentlich herkommt. Jedenfalls, super gut. Bekommt eine Empfehlung von mir. Vielleicht habt ihr sie auch schon probiert. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten herzlichen Dank. Macht's gut und ciao.